Guten Morgen, liebe Camper. Wir haben einen schönen Deadlifts. Der bekommt so allerhand. Die haben auch schon die alten Akkus ausgebaut, Sitzkonsole rausgebaut. Der bekommt hier einen WCS-Halter rein mit 2x155 Lithium. Kombi an die Wand, Solarregler bekommt er getauscht. Booster bekommt der, Netzumschaltung, Landstrombegrenzung, Solar auf dem Dach. Im Prinzip das, was wir fast jeden Tag machen, schon ein gutes Paket bekommt er rein. Hier ist es ja immer relativ kompliziert mit den Kabeln, von hier quasi ins Fahrzeug zu kommen, weil die Kabine ja immerhin so ein bisschen abgeschottet ist. Aber der Sebastian, wie ihr seht, ist hier schon am Kabel ziehen. Er ist ja unser Kabelmeister. Kabelkönig. Und der macht Kabelkönig, Entschuldigung. Und der macht das wie immer ganz gut und dann werden wir das hier ein bisschen auch schaffen. Was ich aber eigentlich zeigen wollte, ist hier vorne. Wir verbauen ja immer solche schönen Sicherungshalter, die natürlich auch etwas Geld kosten. Man kann es natürlich auch so machen. Einfach die Sicherung auf den Pluspol geschraubt, 150 Ampere rein und dann hängt die Sicherung ohne Schutzrohr, ohne irgendwas, hängt hier einfach dann das Kabel rum. Geht, aber sollte man natürlich eigentlich nicht so machen, weil wenn mal irgendwie ein Stück Minus oder was draufkommt, ist natürlich schon relativ gefährlich. Ja, das war es eigentlich schon von unserer Seite. Wir machen hier weiter und dann sehen wir uns die Tage nochmal. Ja, hallo liebe Leute. Hier sind wir wieder im Deadlift, wo wir gestern schon angefangen haben. Ich wollte euch jetzt einmal eben kurz zeigen. Jetzt haben wir hier, natürlich ist das Fach wie beim Fiat Ducato fast bei jedem Fach sehr chaotisch und original. Trotzdem haben wir jetzt wenigstens hier unseren Sicherungshalter, der komplett aus Kunststoff ist, im Prinzip reingesetzt, wo im Prinzip nachher die Sicherung geschützt ist und das Kabel und dann nicht irgendwo ein Kurzschluss entsteht, wenn der Kunde doch mal irgendwo damit gegen Minus kommt. Das ist Nummer eins, wollte ich euch einmal eben zeigen. Und wir haben jetzt das erste Mal hier einen Sicherungsverteiler eingesetzt. Und zwar haben wir jetzt hier unser Trapezbrett, was wir immer mit den 255er Lithium-Akkus und dem WCS-Halter einbauen. Das ist jetzt die Kombisicherung. Die Kombi hängt jetzt hier hinten für den Kunden. Das haben wir hier schön gesetzt. Der Stuhl kommt nachher noch drauf, der Sitz. Und da sieht man im Prinzip auch nichts mehr von. Und hier haben wir jetzt, wo ich drauf eingehen wollte, unseren Sicherungsverteiler. Hier haben wir jetzt erstmal die Möglichkeit, mit einer Zuleitung Minus zu bestromen. Da haben wir jetzt hier im Prinzip das Fahrzeug und den Booster und Solar oben von abgegriffen. Und hier eine Leitung, das Plus bestromt. Und da können wir jetzt hier schön bis zu 4 Mini-1L-Sicherungen setzen. Da hätten wir jetzt einmal nur 3 von belegt. Das wäre einmal der Booster, die Solaranlage und das Fahrzeug. Und der Kunde hat jetzt sogar noch die Möglichkeit, diesen vierten Eingang bzw. Ausgang einfach hier oben selbstständig zu bestromen. Er wählt sich die Sicherung aus, die er braucht, macht das Kabel oben rein, macht hier den Minus dran und hat quasi eine saubere Plus- und Minusverteilung im Prinzip, wo der dann noch abgesicherten Strom drüber abgreifen kann. Sonst hätte er natürlich nicht die Möglichkeit, mit diesem Sitz, wenn er drauf ist, einfach mal an den Plus und Minus dran zu kommen. So ist das eine super saubere Sache. Da kann er jederzeit dran. Und wenn wir mal irgendwas prüfen müssen oder was, kommen wir auch jederzeit dran. Das sind wir jetzt, wie gesagt, gerade einmal erstmal am Testen. Das fanden wir alle sehr, sehr gut. Also der wird jetzt wahrscheinlich auch bald in die Massenproduktion gehen, quasi, dass wir den dann öfter oder immer einbauen, wenn es dann halt passt. Das wollte ich euch einmal eben kurz zeigen. Ja, ansonsten ist das Fahrzeug jetzt soweit fertig. Außer der Sitz muss noch rein. Und natürlich muss alles noch getestet werden, so wie immer, dass das nachher auch vernünftig funktioniert. Da machen wir noch schön die Übergabe mit dem Kunden und dann wird der auch happy sein, vermute ich mal ganz, ganz stark. Und dann kann der nachher auch abreisen und ist er auch wieder glücklich. Ja, das war wieder ein kleiner Einblick in das Deadlift-Fahrzeug. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dahin, Daumen hoch und bleibt alle gesund.